So, willkommen zurück zum NGL Biathlon mit dem Wamsi Michel. Neue Folge, neues Glück. Vielleicht sind wir endlich ja auch mal im Schießglück. Wer weiß das schon? Also, wir sind jetzt von Russland, geht's nach Russland, geht nach Sotschi und es ist warm und es schneit nicht. Schneit nicht. Klingt auch nach einem sehr, sehr schönen Vornamen für ein Mädchen. Schneit nicht, komm mal her. So, super Folgenauftakt. Mega witzig vor allem. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil er einfach richtig schlecht war. Das Wetter ist warm und es schneit nicht. Haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir die Faster Ultra Speed Numero Dos. Das war kein Russisch. Wir laufen als vorletztes los. Das ist sehr schön. Dann haben wir nämlich die Konkurrenz schon mal im Blick. Das gelbe Trikot hat sich direkt die Startnummer 1 ausgesucht, weil die Loipe dann wahrscheinlich einfach auch besser ist. Wenn das im Spiel hier auch noch mit einkalkuliert wird, dann geht meine Stimme weg. Dann ist es natürlich bald an der Perfektion dran. Ich finde wirklich ein sehr, sehr gutes Biathlon-Spiel. Stand ja auch einmal in den Kommentaren, dass es leider nirgendwo ein vernünftiges Biathlon-Spiel gibt. Ich finde, das hier ist vom Gameplay schon sehr, sehr dicht dran. Dass ich sage, das macht richtig Spaß. Das wirkt auf mich sehr realistisch. Hat natürlich ein paar kleine Kinderkrankheiten, aber mei, was soll's. Die hat jedes Spiel. Wir spielen auch seit Jahren den Radsportmanager und da freuen uns dran. Dann können wir hier erstmal durchsprinten. Und dann gehen wir in die Stefan Hocke und können hier, glaube ich, durchrutschen. Da sehen wir auch schon den Kollegen, der vor uns gestartet ist. Also wir sind auf einer ordentlichen Runde bislang unterwegs. Da kann man nicht meckern. So, nächste Zwischenzeit. Da vorne geht es jetzt in diesen unglaublich steilen Hang rein. Da sind wir schon mal eine Sekunde schneller als die Konkurrenz läuferisch. Zeigt natürlich, dass unsere Skier A gut sind und dass wir auch relativ viel Energie wahrscheinlich einfach reingeballert haben. Und an diesem Hügel hier wird man noch richtig viel Energie verlieren. Aber da kommen wir auf jeden Fall jetzt noch gut hoch. Können jetzt ein kleines bisschen Tempo rausnehmen. Unten Lobastov wieder mit der Null. Kann man schauen, wie die Kollegen bislang geschossen haben. Großegger mit der Null. Worobej mit der Null. Lobastov sogar zweimal mit der Null. Also das kann dann schon wieder schwer werden. Wackelig, aber das Gewehr hat auch ordentlich gewackelt. So, 1,7 Sekunden Rückstand nach der ersten Zwischenzeit. Aber immerhin fehlerfrei geblieben. Schießzeit war natürlich nicht optimal. Die Skier laufen gut. Bedeutet, wir versuchen wirklich die Null zu schießen. Jede Strafrunde ist mindestens eine zu viel. Im Sprint sowieso. Und Lobastov, glaube ich, können wir in der Loipe auf jeden Fall aufholen. Wir sind aber hinter Großegger und Seppele. Dort momentan nur auf dem zweiten Platz. Aber wir haben echt noch viel Energie und wir müssen ja nur noch eine Runde danach laufen. Wir sehen auch, wie die da vorne reinsprinten. Also das ist völlig in Ordnung, wenn wir da jetzt ein bisschen in Vorlage gehen. Wie gesagt, die Skier laufen sehr, sehr gut. Kommen hier an den Kollegen relativ schnell vorbei und ran. So, jetzt heißt erstmal ein bisschen Energie sparen, damit wir da vorne auch in den Hang reinsprinten können. Immer noch 1,5 Sekunden hinter Sven Großegger. Lapschin hat die Null geschossen. Da kann man davon ausgehen, dass der relativ schnell die Null geschossen hat. Doherty mit zwei Fehlern kommen wir hier den Hang hoch. Die Konkurrenz schafft es auf jeden Fall, aber muss da oben dann auch schon ein bisschen rausnehmen. Dann sprinten wir hier nochmal rein. Die sind auch schon im Finale unterwegs und sind trotzdem die Schlussrunde so schnell unterwegs gewesen. Immer noch 1,5 Sekunden. So, Tero Seppele hat einen Fehler geschossen. Sven Großegger hat die Null. Maxim Worobej und Lobastov ebenfalls mit der Null. Also wir müssen die Null schießen, wenn wir vorne mit reinlaufen wollen. Yes, sehr gut. Endlich mal die Null für den Wamsi Michel. Nicht besonders schnell, aber immerhin relativ sicher. Dann sind wir jetzt 5,8 Sekunden. Also da sieht man schon, beim Schießen verlieren wir leider immer ein bisschen was. Auf dem vierten Platz.
So, weiter reinsprinten. Läuferisch wird das wahrscheinlich nicht so viel Gutes bringen auf der Schlussrunde. Haben wir jetzt schon was gut gemacht? Ne, 5,9 Sekunden. 0,1 Sekunde nochmal nach vorne verloren. Dramatisch. Klingt auf jeden Fall sehr dramatisch. So, nochmal mit Schmackes hier in die Abfahrt rein. Sieht aber nach einer guten Platzierung aus. Natürlich geht es jetzt da vorne gleich nochmal in diesen sehr, sehr steilen Hang rein. Das wird dann schwer werden. Ja, mal schauen, was die Konkurrenz da vorne noch zu leisten imstande ist. Die knödeln da auf jeden Fall schon mal schön rein. Das ist schon ein deutlicher Geschwindigkeitsunterschied. So, komm schon. Zieh durch, mein Freund. Und jetzt haben wir nochmal den Zielsprint. Die Kollegen sind da schon drin. Mal schauen, was für uns drin ist. So, komm, gib nochmal alles. Wenigstens irgendwie Seppele oder so. Nee, 9,1 Sekunden. Dann haben wir doch noch ein bisschen verloren auf der Schlussrunde. Kollegen können dann läuferisch doch immer noch mal besser nachlegen. Wir haben die 0 geschossen und trotzdem 9,1 Sekunden Rückstand. Liegt aber nicht unbedingt nur an der Loipe, sondern liegt natürlich auch an der Schießzeit, die einfach ein bisschen langsamer war. Aber trotzdem, 5. Platz. Gutes Rennen. Vielleicht gibt es jetzt ja dann auch gleich die Verfolgung. Da hätte ich Lust drauf. Wir sind bei der Laufzeit auch nur auf der 13. Das war dann also nicht nur die Shooting Time, die sicherlich aber auch langsamer war, aber das war eigentlich okay. Lapshin schießt ja wie gesagt immer sehr, sehr schnell. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. 6,1 Sekunden in der Laufzeit und in der Shooting Time nochmal 6,4. Das macht insgesamt, wenn man addieren kann, 9,1 anscheinend. Nein, Quatsch, kann man natürlich nicht zusammenrechnen. 5. Platz sind wir zufrieden mit. Live Nordgren auf dem letzten Platz, Fang Ming Cheng auf der 19 und Lobastov mit einem sehr, sehr guten Einstieg hier in den nächsten Weltcup. Schießt sehr sicher. Läuferisch, haben wir ja schon gesagt, noch nicht auf der Höhe. Und im Sprint von Ruhpolding hat Johannes Bö einen Fehler geschossen und zack, bumm, ist auch Quentin Fillon auf der 1 vorne. Benedikt Doll, Michael Greiß auf Platz 3 und 4 und Sebastian Vettel auf dem letzten Platz. Das kennen wir ja schon aus der Saison. Im Ibuprofen Cup ist Sebastian Samuelsson vorne reingelaufen und Mikito Tachizaki, der anscheinend abgestiegen ist, letzte Saison aus dem Europe Cup, ist dann hier siegreich. Also vielleicht schafft er den Wiederaufstieg, genauso wie Schalke ja hoffentlich den Wiederaufstieg schafft. Wann auch immer diese Folge kommt, ist Schalke ja vielleicht schon rein rechnerisch abgestiegen, wer weiß das schon. So, nächstes Rennen und wir brauchen wieder viel Glück und vor allem können wir jetzt schön langsam und ruhig schießen. Das Einzelrennen in Sochi steht an. Temperaturen sind so mittel. Machen wir das. Und es schneit ja auch nicht. Wir starten relativ früh. Vor uns Serafin Wiestner, Worobej und Lobastov als Referenzzeiten. Das BMW-Logo war auch mal schärfer. Habe ich das Gefühl. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir mal die Ruhe oder habe ich mal die Ruhe, hier die Null zu schießen? Wäre natürlich sehr schön. Alles andere als die Null wäre dann auch schon schwierig. So, ein bisschen ruhiger müssen wir es jetzt wieder angehen lassen. Natürlich Umstellung vom Sprint, dass wir hier ab und zu mal ein paar Ruhepausen brauchen. Wir sind es schon relativ schnell angegangen. Lobastov sehen wir da schon wieder läuferisch nicht auf der Höhe. So, rein in die Abfahrt. Schön innen halten. Und dann geht es da vorne in diesen wahnsinnssteilen Hang. So, ab nach Split. Schön nach Kroatien. 2,4 Sekunden unser Vorsprung. Ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn man einmal daneben schießt, kriegt man eine halbe Minute. Bei 5 Runden, die man dann hier läuft, ist das ein Fliegenschiss. Ich möchte jetzt nicht im AfD-Jargon sprechen, aber in dem Fall ist es wirklich was, was dann nicht mehr so hart ins Gewicht fällt. So, Sochi, Nordic Games Lab, natürlich auch die Olympischen Spiele vor kurzem hier gewesen. Dieses Lila ist jetzt nicht so richtig schön, generell die Farbtupfer hier
Habe ich schon Schöneres gesehen. Hinter uns erstmal nix. Und dann geht's jetzt zum Liegenschießen. Sehr gut. Also ruhig geschossen. Die Null. Lobastov ebenfalls natürlich mit der Null. Da geht ein großes Lob an den Bastard raus. 3,4 Sekunden unser Vorsprung. Sind wir also auch läuferisch erstmal schneller als die Nuller-Konkurrenz. Unten Nordgren und Kilschitzki. Und auch der Chinese ist jetzt da. Lapschin, der wird wieder sehr schnell schießen. Mal schauen, was der Südkoreaner macht. Da auch direkt der Fehler. Zwei Fehler. Damit ist er für den Tag heute, denke ich mal, schon mal raus für den Favoritenkreis. Aber da gehört er, glaube ich, ohnehin nicht unbedingt dazu. Aber die anderen schießen alle sehr sauber, sehr ruhig. Kalenko auch im Schießstand. Der letzte sitzt da nicht. So, jetzt geht es gleich wieder in den Wahnsinnsanstieg rein. Morawetz mit der Null. 3,9 Sekunden immerhin noch unser Vorsprung. Schauen, jetzt ist es wieder hier rein sprinten. Oben nimmt der Kollege jetzt aber auch schon ein kleines bisschen raus. Aber wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Schauen, was denn hinter uns so passiert, wenn ich den richtigen Knopf finde. Erstmal nicht viel. So. So, zweites Schießen. Die Kollegen mit Fehlern, wie wir sehen. Lobastov hat noch nicht angefangen. Sehr gut. So, Lobastov wieder mit der Null. Ganz, ganz stark Doherty mit der Null. Sind einige jetzt stark dabei gewesen. Schauen wir mal, 6,4 Sekunden sind wir aber läuferisch besser als Lobastov. Also bislang läuft das gut. Die Skier laufen gut, wie wir sehen. Da kann man mit arbeiten. Der Kollege hier ist läuferisch leicht besser als wir, wie man gerade gesehen hat. Der kam sehr deutlich besser aus dem Quark. Unten Klote Nordgren mit zwei Fehlern. Da haben wir schon mal eine gute Basis gelegt für die nächsten Schießen. Und wenn wir hier läuferisch dranbleiben können, dann wäre das schon viel wert. Dann können wir hier in der Abfahrt, glaube ich, auch wieder ein kleines bisschen gut machen. Da laufen die Skier einfach enorm gut. Alpe d'Huez ist schon wieder in Sicht. Vorne das gelbe Trikot. Vorsprung 7,3 Sekunden auf Lobastov. Und jetzt wird sicherlich nicht mehr der komplette Anstieg sein, den wir hier schaffen. Das gelbe Trikot wird auch gerade übersprintet. Also vielleicht auch nicht den besten Tag erwischt heute. Seppälä wieder mit der Null. Wiestner, vorher ein paar Fehler geschossen. Jetzt mit der Null. Von Siluoma. Falls ganz ordentlich. Hinter uns keiner, bedeutet kein Druck. So, wir legen uns wieder hin. Liegen schießen, Baby. So, sauber. Dritte Mal die Null. Bedeutet, Lobastov, 7,6 Sekunden. Der schießt auch wieder die Null. Und hinten haben jetzt einige die Null geschossen. Ganz spannend jetzt mal zu verfolgen. Maxim Worobej, Serafin Wiestner mit einem Fehler nur. Also läuferisch kann der uns definitiv das Wasser reichen. Wir müssen aufpassen vom Energielevel her. Da verlieren wir auf jeden Fall nochmal Sekunden dann auf der Schlussrunde. Sind jetzt eigentlich schon fast zu gering vom Energielevel. Müssen wir jetzt mal ein bisschen haushalten mit den Kräften.
So, unten wieder, es flackert rot auf. Das freut uns natürlich. So, und jetzt geht es da vorne wieder in den steilen Hang. Da werden wir mittendrin auf jeden Fall mal eine Rast machen müssen. Das schaffen wir nicht. Lobastov auch jetzt eine Sekunde näher rangekommen. Läuferisch also bei von uns jetzt noch nicht die stärkste Runde. Muss man ganz klar so sagen. Und hier werden wir nachher ein paar Pausen machen müssen. Müssen wir jetzt auch. Vorne das gelbe Trikot. Wir sind ungefähr so schnell wie der Weltcup-Führende bislang. Und jetzt heißt es erstmal durchatmen. Und hinter uns, yo, Konkurrenz ist da. Und läuft wahrscheinlich auch an uns vorbei. Waren wir ein bisschen zu nass, Forsch vielleicht. So, Wamsi kommt. Und auch Doherty, der da mit uns im Hinterrad war quasi. Sehr gut. Endlich. Die Null, viermal die Null. Jetzt heißt es, das nach Hause bringen, ins Ziel laufen. Lobastov 5,8 Sekunden hinter uns. Wird schwer, ihn hinter uns zu halten. Wir haben jetzt läuferisch ein bisschen was verloren. Ansonsten die Kollegen eigentlich alle mit Fehlern. Endlich mal ein fehlerfreies Rennen vom Wamsi Michel. Und ja, wir werden auf jeden Fall 5-6 Sekunden verlieren. Ich hoffe mal, dass Lobastov auch noch ein bisschen einbricht. Weil dieser Schlussanstieg da hinten, der wird richtig böse werden. 5 Sekunden noch auf Lobastov. Aber wie gesagt, wir werden richtig, richtig Zeit verlieren auf dieser Runde. Kann man nur hoffen, dass die Skier noch gut funktionieren. Kalili mit der 0. Kalenko ebenfalls mit einer 0. Und jetzt geht es gleich in diesen Wahnsinnsanstieg rein. 4,4 Sekunden sind es noch auf Lobastov. Ich glaube nicht, dass das reicht. Kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und oben die Kollegen, die ballern da jetzt nochmal richtig rein. Wir sehen ja auch das gelbe Trikot. Holpert und holpert und da kommt auch schon der nächste Kollege wieder vorbei. Wir können jetzt eigentlich nur noch ins Ziel sprinten. Nehmen wir den Windschatten mit. Mal schauen, was wird's dann im Endeffekt? Können wir Lobastov trotzdem schlagen? Wow, 0,4 Sekunden vor Lobastov. Ja, leck mich am Zuckerli. Aber gerade so ins Ziel gerettet. Mann, Mann, Mann. Huh. 51,5 Sekunden vor Serafin Wiestner, der läuferisch besser war als wir. Generell war die Konkurrenz aber läuferisch besser heute. Nur Lobastov halt nicht. Da bin ich mal gespannt, was die Kollegen da jetzt noch rausholen können. Da müsste schon einer die Null geschossen haben noch zusätzlich, um uns zu schlagen. Lapschin 3,41, das habe ich ja schon gesagt, das Einzelrennen ist nicht seine Stärke. So, ich hau mal die Vierfache rein, das dauert ja sonst ewig. So, Morawetz ist drin. Den haben wir auch geschlagen. Wird das der erste Sieg für den Wamsi Michel im Einzel? Live Nordgren. Vorne verändert sich erstmal nichts und auch noch große Abstände. Sergej Semenov mit einem Fehler. Rund 12 Sekunden schneller gelaufen als wir. Jetzt kommen noch zwei. Jetzt kommt noch einer. Und dann ist es der Sieg für den Wamsi Michel im Einzel. 0,4 Sekunden vor Nikita Lobastov. Wirklich ein absolutes Fotofinish, was wir da hingelegt haben. Statistiken, Laufzeit sehen wir schon, 14,3 Sekunden. Das war alles andere als optimal. In der Schießzeit 12,1 Sekunden. Da haben wir aber ja auch gesagt, wir lassen uns Zeit. Jede Strafrunde bzw. jeder Fehler hätte ja eine halbe Minute gekostet. Von daher war das schon in Ordnung so. Da haben wir uns auch immer ähnlich viel Zeit gelassen. Das letzte Schießen war sogar das schnellste von uns. Also da kann man mit zufrieden sein. Darauf können wir aufbauen. Schönes Ding. Schauen wir natürlich gleich mal im Gesamtweltcup, was das dann bedeutet. Norwegen holt sich den Staffelsieg im Ibuprofen-Cup. Matvei Eliseev, Simon Champ auf der 4, Philipp Horn auf der 7. Im Juniors-Cup, den wir verlassen haben, Gusik holt sich dort den Sieg und Peppe Femling auf dem letzten Platz. Ganz, ganz schwach. So, dann schauen wir doch mal, was bedeutet das, der Sieg für uns.
bedeutet der zweite Platz sogar im Gesamtweltcup hinter Nikita Lobastov. Also die Aufsteiger sind hier die Starken, wie man gerade sieht. Da kennt man natürlich einige Athleten. Andrej Morawetz, sehr, sehr bekannt, den wir trotzdem jetzt erstmal hinter uns gelassen haben. Dann müssten wir eigentlich ja auch im Einzel logischerweise erstmal disziplinführender sein. Das nehmen wir doch gerne mit in die nächste Runde. Dann geht es nämlich jetzt nach Salt Lake City. Also nach einigen guten Platzierungen verbessern wir uns nach und nach und sind dann jetzt in Salt Lake City am Start im Sprint. In der nächsten Folge. Dann gibt es da auch noch die Verfolgung. Also das ist doch schön, im Sprint schon mal eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung zu schaffen. Das ist unser Ziel. Der Wamsi Michel verbessert sich. Erster Sieg im Europe Cup, zweiter im Gesamtweltcup. Und das tragen wir jetzt in der nächsten Folge in die nächsten spannenden Rennen mit rein. Also danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.